Hallo Leute, wir kommen frisch von der Arbeit und sind ins Auto gestiegen, in den Stau hinein und direkt nach Werne zum größten Volksfest an der Lippe. Simjü. Seit 1362. Der Simon-Juda-Markt hier in Werne. Das ist hier ein bisschen abgekürzt, deswegen ist dieser Name entstanden. Du hast hier so eine Fliege. Jetzt nicht mehr. Die ist jetzt hier reingefallen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal diese Kirmes besuchen. Es ist schon relativ frisch, es soll wahrscheinlich auch regnen, aber das ist schon mal Vorbereitung für Soest nächste Woche. Denn langsam geht's in die kalte Jahreszeit. Ja, nachdem wir vorgestern noch 22 Grad hatten. Aber auch nur im Süden Deutschlands. Wir haben heute Montag, ist für mich was Neues, denn ich war bisher eigentlich immer am Wochenende hier. War aber leider ein bisschen verplant, unser Wochenende. Dementsprechend geht's für mich jetzt zum ersten Mal an einem Montag hier hin. Sarah hat gesagt, hier ist auch Montag gut was los. Ja, zu meinem Besuch war das so. Es ist halt nicht so gutes Wetter, ne? Als ich hier montags war, war halt so strahlend blauer Himmelwetter. Ja, dann kommen natürlich alle aus den Häusern raus. Hier auf dem Markt steht wieder das Big Monster. War das nicht letztes Mal auch so? Nee, Gravity war hier, ne? Ja, Gravity. Davor war Big Monster. Genau, und jetzt ist wieder Big Monster. Und ich denke, das nehmen wir auch als Anlass, damit zu starten. Ja. Ja, dann Big Monster gekoppelt. Was hier los? So, jetzt gemacht hier. Auf und nieder, immer wieder. Der sanfte Schwung, die leichte. Bin noch lange nicht fertig mit euch. Bin aufgepasst. Jetzt zeige ich euch wieder, wie man uns erfährt. Jetzt los. Der Starkregen setzt ein. Ja. Nein, es geht noch. Aber es sieht da sehr nach, es wird schlimmer aus. Reise. Und wir sind jetzt gerade Big Monster gefahren. War gut? Ja. Es war 5 Minuten gefahren, glaube ich. Ja, voll lange. Es ist auch nicht so viel los, da kann man auch ein bisschen länger fahren. Guck mal hier, Simjü Spezial. 10% auf alles in diesem Laden. Ich habe gerade erwähnt, dass wir von der Arbeit kommen. Dementsprechend haben wir Hunger. Ja. Sarah hat Bratwurst. Was Nein, ist das für Nein, das ist Käsekreiner. Geil. Da ist Käse drin. Oh. Und Hotdog natürlich. Von Iskin Jakob. Läuft. Vom Wendler. Vom Wendler. War lecker? Ja. Das regnet jetzt übrigens doch richtig. Wir müssen uns heute noch an ein paar Schauer gewöhnen. So bis 20 Uhr, dann sollte es durch sein. Das Lustige ist, zwischen den Schauern sieht es so aus am Himmel. Ich glaube, ich sage es jedes Jahr, aber das hier ist ein Kreisverkehr, wo wir drauf stehen. Also hier fahren nochmal die Autos so lang. Brumm, brumm, brumm. Das sind alle Straßen. Wir befinden uns auf einer Innenstadt-Kirmes. Wenn ihr jetzt süddeutsche Zuschauer dieses Kanals seid, dann ist euch das vielleicht gar nicht so bekannt, denn meisten süddeutschen Plätze bzw. bayerischen Plätze sind gar nicht in der Innenstadt, sondern eben auf dafür angelegten Festplätzen. Ja, es gibt auch in Bayern Innenstadtkirmes. Aber hier ist es dann doch irgendwie so ein bisschen normaler, denn eigentlich hat hier jede Stadt eine Innenstadtkirmes. So ein Kirmesplatz eher selten in Nordrhein-Westfalen, aber auch vorhanden und das auch nicht relativ wenig.
wir in Lüdenscheid zum Beispiel haben auch einen Kirmesplatz, aber ne, nicht bevor ihr wieder ausrastet. In NRW gibt es aber auch Kirmesplätze und Kirmesstraßen und in Bayern auch. Gibt es überall, aber mal da ist ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Hier hat man aber beim Straßenbau, zumindest als der Kreisverkehr neu gemacht wurde, darauf geachtet, dass hier ab und zu auch mal Kirmes ist und hat den Kreisverkehr genauso groß gebaut, beziehungsweise die Rasenfläche innen drin, wie den Wellenflug, der hier jedes Jahr drauf steht. Und so sieht man das hier eben. Sehr cool. Hatten wir ja auch in Frieden waren wir, wo der Beachjumper auf dem Kreisverkehr stand. Da habe ich in den Kommentaren gelesen, dass es da wohl auch so sein soll, dass man da beim Bau dieses Kreisverkehrs ein bisschen darauf geachtet hat, dass man da auch Fahrgeschäfte platzieren kann, wenn Kirmes ist. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, habe ich nur in den Kommentaren mal gelesen. Aber ja, der Wellenflug hier in Werne steht immer hier. Und fast direkt daneben auch immer mit dabei der Twister, mittlerweile von Deinhard. Früher war er noch vom Berghaus, stand auch immer an der gleichen Stelle und hat dann auch die Plätze damals übernommen und kommt auch jedes Jahr wieder. Sag einfach ja. Ja. Der Hose vorne. Wir sind jetzt angekommen bei einem der großen Highlights. Sarah guckt schon so weit nach oben. Haben wir einen Freifallturm? Nee. Haben wir, ja, viel Platz ja nicht mehr außer Propeller. Ja. Airborne ist da. Der größte mobile Propeller ever. Fährt jetzt gerade leer. Wahrscheinlich um die Sitze einmal hier leer zu schleudern. Dann werden wir da gleich uns ein Ticket holen. Beziehungsweise wir haben sogar noch welche aus Soest. Ja. Hoffen wir, dass der blaue Himmel jetzt uns gnädig ist und es trocken bleibt, während wir da drin sitzen. Sehr schön. Ich sehe da hinten jemanden stehen. Das sind doch Justin und Felix, oder nicht? Was geht ab in Werne? Jawohl, endlich. Ist das hier für YouTube? Habt ihr den Regen überlebt? Ich hab so ein Déjà-vu. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwas war da. Keine Ahnung. Der Devil ist nicht hier, ne? Wäre eine Überraschung. Wäre echt eine Überraschung. Ja, wir müssen uns jetzt auch beeilen, weil wir wollen das fahren, bevor der nächste Regen kommt. Ja, richtig. Dann gehen wir mal dahin, oder? Soll das auch fahren? Nee. Ich dachte schon. Nein. Oh, ist das hoch! Ja! Höher als euer komisches Ding da! 2 Meter! Ja, glaub auch. Andere Propeller. Ja, haben die schon einen großen Propeller gebaut und belegen trotzdem nur die Hälfte der Sitzplätze? Ja, gleich regnet es wieder. Oh, es soll mal jetzt schneller gehen. Ich will nicht im Regen fahren. Juhu! Über Crazy Island? Jau! Was? Nein, weißt du noch nicht? Crazy Island. Ja. Aber guck mal, da hinten kommt der Regen. Ein bisschen haben wir noch. Guck mal, wie klein der Nightstyle ist. Was ist das denn jetzt hier? Dann laufen wir mal Leute auf den Platz. Der hält jetzt erst an. Alter, hier ist ja ein Schwimmbad. Mit Rutsche und allem. Da drüben im Außenbad würde ich aber nicht so gerne rein. Die beiden Buden, die haben sie doch aber auch nachher noch verzogen, oder? Die stehen ja wirklich so, oh, wir brauchen Platz. Von jeder Gondel. Das heißt, alle Gondeln, die da an diesem Ding dran sind, hängen so. Und du sitzt da oben und wartest 5 Minuten, bis sie unten einsteigen. Siehst die beim Einsteigen, hängt so. Und dann hast du die Bügel und dann schiebst du Paranoia. Und dann schiebst du die richtig. Ja. Und die schiebst du dann immer mehr, je mehr du Paranoia schiebst. Ja. Und dann fährt er endlich los. Und dann ist es nicht mehr schlimm. Nee. Justin kommt jetzt mit. Ja. Handy süchtig wie Sarah. Die ist nicht süchtig, die postet nur. Du bist wirklich süchtig. Sarah ist nur nach einer Sache süchtig.
David Rock. Ich habe es ja im Airborne schon erwähnt. Mir wirkt es so, als hätte man diese beiden Reihengeschäfte hier doch noch mal ein wenig auseinanderrücken müssen, weil man irgendwie vergessen hat, dass hier noch was herfliegt. Beide Buden stehen so ein bisschen schräg und so voll aneinander. Also die Lücke ist schon bewusst da. Ob das jetzt vergessen wurde oder schon mit eingeplant wurde, das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe natürlich mit eingeplant. Aber kann ja auch mal passieren. Ich meine, in Hahn standen auch schon mal Karussells still, weil sie zu nah ineinander gestellt wurden. Stimmt, das gab's auch schon. Die mussten nämlich damals im Wechsel fahren. Dann hatten sie sich, glaube ich, entschieden, dass jede Stunde oder so, alle zwei Stunden. Dann durfte alle zwei Stunden der Blackout eine Runde fahren. Und nebenan stand, was war das, Alpha 1? Alpha 1, glaube ich. Will er jetzt keinen verurteilen oder so. Die Schausteller können da wahrscheinlich am wenigsten für. Ist halt schon witzig irgendwie, aber naja, ist ja gut, dass man dann zumindest noch mal so eine Lösung findet. Aber ja, es gibt schon witzige Storys teilweise, die auf Kirmesplätzen passieren. So, sind wir weitergegangen. Und ich habe ja im Voraus zur Werner 7 Kirmes schon ganz viel gemeckert, denn der Lageplan kam raus und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Wir haben ja einen großen Kirmesplatz. Das ist, hier seht ihr, da stehen die großen Fahrgeschäfte alle auf. Und auch das Riesenrad steht immer hier. Und dann geht die Kirmes halt noch weiter durch die Stadt. Wir gehen ja gleich noch weiter. Aber auf diesem Kirmesplatz stehen alle über Kopffahrgeschäfte, die diese Kirmes hier zu bieten hat. Und wir kommen gleich noch an eine andere Stelle, da erzähle ich euch dann noch was. Da passt einfach irgendwie das Verhältnis von Fahrgeschäft zu Fahrgeschäft dieses Jahr hier nicht. Also ich hätte, ist wieder alles sehr leicht gesagt, aber ich hätte manche Geschäfte anders platziert, als sie jetzt hier dieses Jahr stehen. Und dazu gehören auch, dass die Überkopfgeschäfte auf diesem Platz so ein bisschen entzerrt werden. Wir kommen jetzt zum nächsten Überkopffahrgeschäft und das ist der Night Style. Der steht übrigens da, wo sonst die Geisterbahn steht, die dieses Jahr nicht gekommen ist. Wir haben ein Geisterersatzgeschäft. Genau, das steht jetzt auf dem Laufgeschäftsplatz. Genau. Denn auch für das Laufgeschäft gibt es ein Ersatzgeschäft, das steht da. Das ist nämlich Crazy Island von Schneider. Ursprünglich war hier, glaube ich, Freddys Zirkus von Zinnecker eingeplant. Hätte ich sehr gerne gesehen, das Ding. Also, das ist nicht so auf den Ecke. So, jetzt ist hier Nightstyle angesagt. Eine kleine Gegner. Also ich mag das Geschäft ja sehr gerne, ne? Du auch? Ja. Du KMG-Freak? Es ist aber immer sehr tagesformabhängig, wie das Geschäft gefahren wird. Momentan ist es eher wieder so 7 Minuten Fahrt, aber so 5 Minuten davon sind nur rumstehen. Dementsprechend fahren wir jetzt einfach mal nicht. Aber trotzdem fahrt dieses Ding, das ist mega geil. Wenn ihr es seht, nehmt es mit. Ist zum Glück teilweise auch auf kleineren Veranstaltungen anzutreffen, was ich sehr cool finde. Das ist das geilste, kompakte Fahrgeschäft, was auf einem Transport transportiert werden kann. Sorry. Auf Sarah? Auf die Sachen. So, aber die kann man auch, du willst sie doch nur klauen. Die kann man auch da abgeben. So, wir werden jetzt hier Rhythmus, Mitmus, Rekommandeur werde ich auf jeden Fall nicht. So, Shake fahren. Shake Roll von Schäfer, Mondial Shaker 5, große Version. Wunderschön, wundergeil. Und wir werden das jetzt fahren. Wir haben noch zwei Tickets, weil wir sind der Sparfüchse und haben ein Vierer-Ticket letztes Mal gekauft in Hüsten. Und werden jetzt die beiden anderen Tickets verfahren. War die Stimme weg. Dann wollen wir mal los, dann wollen wir mal los. Here we go. Achtung, Achtung, jetzt geht's zur Sache. Ja, jetzt nehmen wir den Fuß von der Bremse. Jetzt starten wir durch. Here we go. Attacke. Jetzt aber. Los, jetzt kommt der Rhythmus. Drei. Vier. Los, los, los.
Was? Eine Quizfrage. Wie viele Überschläge hatten wir? A. 5. B. 6. C. 7. Oder D. 8. Das ist mit 10. Alter, wir hatten 7. Ja, aber hä? Du hast doch schon 7. Hallo. Deswegen hatten wir 7 Überschläge, oder was? Nee. Ja. Ich fand die Fahrt gut. Ich auch. Musik hätte ein bisschen lauter sein können. Jetzt ist sie lauter. Jetzt ist sie lauter. Wo kommen sie alle her? Will hier jemand etwa Feuerwerk gucken? Hä? Ist heute etwa Feuerwerk? Ist heute Feuerwerk, ganz zufällig, und wir wussten nichts davon? Vielleicht. Weil morgen eigentlich erst der letzte Tag ist und wir dachten, das wäre hier am letzten Tag. Guck mal, früher gab es hier Erdbeeren für 2 Euro. Jetzt kosten die auch schon 3,50 hier. Aber ist immer noch billig. Immer noch günstiger als woanders. Die sind zwar ein bisschen kleiner, dafür sind aber ein bisschen mehr auf dem Spieß. So, das ist jetzt hier so der Dreh- und Angelpunkt. Hier waren wir eben schon. Guck mal, in der Zeit ist es schon dunkel geworden. Jetzt gehen wir hier in diese Straße rein. Und dort stehen zwei Rundfahrgeschäfte, die sich doch sehr ähnlich sind vom Fahrablauf, würde ich sagen. Direkt nebeneinander, also wirklich direkt nebeneinander. Da steht auch nichts mehr zwischen. Was das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, ich stehe im Wald, hier sind überall Bäume. Wir haben hier was Neues. Dieses Jahr erst Premiere gefeiert. Düsseldorf. Der Baum. Nein, nein. Hier. Escape. Alter, ist das viel Nebel. Geil. Noch mehr. Alter, der Flug durch den Nebel. Das wird geil. Wir fahren das jetzt. Ja, Mann. Wir haben das Ding ja noch nie im Nebel mit Dunkeln, im Alm Dunkeln gesehen. Das letzte Mal war in Düsseldorf, da gab es aber keinen Nebel. Und danach nur in Eisleben und da waren wir nur im Hellen. Ja, stimmt. Das sieht schon geil aus mit Moving Heads und allem drum und dran. Es ist halt ziemlich blöd, dass nebenan halt der Breakdance von Bonner steht. Aber halt so direkt nebenan. Es ist halt heute nicht so viel los. Die Leute kommen hier hin, um Feuerwerk zu gucken tatsächlich. Ja, auch leere Gondel beim Reiki. Aber ist nicht schlimm. Wir fahren einfach beides. Ganz einfache Sache, wir fahren beides. Und jetzt fahren wir als erstes Escape, die Neuheit von 2022. Die übrigens dieses Jahr auch in Soest steht. Also nächste Woche dann in Soest. Bist du auch in Soest? Lächerlich. Ha ha ha!
Aber warum ist das neue Fahrtier? Wir sind über 11 Minuten gefahren. Und es war wirklich dauerhaft Partymodus. Wir treiben uns am Ausgang, ja? Was war da? Einfach nur geil. Und die Fahrt auch durch den Nebel. Alter, geil. Definitiv Highlight bisher heute. Das war mal richtig geil gemacht. Ja. So muss das sein. Am Anfang richtig schöne Stimmung aufgebaut. Ja. Und dann einfach so Partyabschluss dahingelegt. Ja, du musst halt einfach die richtigen Lieder spielen. Geil. So mitsingen und rumzappeln. Du hast so viel Platz zum Zappeln. Einfach nur geil, Alter. Ein bisschen runtergekommen, Offride-Video gemacht, das ging auch fast 9 Minuten. Läuft. Jetzt fahren wir Breakdance, mal gucken, wie lang das geht. Die Nightstyle-Fahrt drüben ging übrigens auch 9 Minuten. Ja. Also die Fahrt alles ziemlich lang heute. Ja. Aber daran merkt man auch, dass es nicht so voll ist. Es wird jetzt voller, gerade auch wegen dem Feuerwehr. Ja. Das ist halt ganz cool. Es gibt sogar Sinnhüschim. Voll cool beim Breakdance. Übrigens der Große von Bonner. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Lange. Auch schon etwas länger. Ja, dann schmeiß uns mal rein. Breakdance-Escape-Platz hier, diese Straßen, die sind sehr schön mit Bäumen bewachsen. Ist gerade im Herbst halt jetzt geiles Flair eigentlich, ja, wenn man hier durchgeht. Es ist halt, es kommt so ein bisschen dieses Soest-Feeling schon wieder durch, ne? Von der Temperatur, von dem Regen, wie der Nebel sich so überall hält. Es ist halt ein bisschen zu warm. Ja. Also eigentlich ist Werne immer ein bisschen kälter, aber ja, also bis nächste Woche. Könnte es noch Tacken kälter werden. Guck mal, hier gibt es Herzwaffeln. Ich wollte euch jetzt aber hier was zeigen, weil diese Bäume, was ich gesagt habe, das wurde hier sehr gut ausgenutzt. Ist mittlerweile auch relativ voll geworden, wie ihr seht, auf dem Montag. Ghost, haben wir ja schon gesagt, ist Ersatz für die Geisterbahn, die nicht gekommen ist. Normal stehen hier die Laufgeschäfte. Schau mal, wie die sich hier breit gemacht haben zwischen den Bäumen. Mit der ganzen Deko. Das finde ich richtig cool, dass man das hier noch so aufgehangen hat. Beziehungsweise, dass man so überhaupt was noch mit dabei hat irgendwie. Wahrscheinlich hängt das alles irgendwo anders, wenn sie hier keine Bäume vorstehen haben. Und hier auch den Busch komplett. Sehr cool. Ich habe auch das Gefühl, das ganze Geschäft steht ein bisschen weiter vorne. Es ist halt ein bisschen kleiner als das, was hier sonst steht. Normal stehen hier relativ große Laufgeschäfte immer. Aber macht sich richtig gut hier. Optisch haben die echt alles rausgeholt, was aus der kleinen Kiste rauszuholen war. Du musst ne? dir mal überlegen, wie das früher aussah. Ja. Da war ja nichts dran. Da war der Schriftzug gerade noch. Und das Ding hat eine richtige Entwicklung auf jeden Fall gemacht. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Live-Akteure sind am Start. Du hast gehört, 5 Stück ja, drin. 4 oder 5, auf jeden Fall recht viele für die kleine Größe. Und halt bekannt auch schon der Tim, der steht hier draußen. Der macht da wieder seinen Roboter-Tanz und was man auch alles von ihm kennt. Ja. Dementsprechend ganz schön, aber für uns halt nichts. Nee. Aber cool, dass sie hier aufgefahren haben. Alter, wie gut der Untote Vampire. Ja, das ist schon alles verdammt gut gemacht. Die haben hier sogar in den Busch hier Licht reingelegt, damit man halt das, was hier hängt, auch noch beleuchtet und es überhaupt sieht, weil sonst wird es halt in der Dunkelheit irgendwann untergehen. Ne? Aber also Atmosphäre ist schon ein Plus hier. Ja, auch mit der Musik und den Durchsagen. Ja, der Nebel die ganze Zeit. Kommt schon echt cool. Und auch hier an den Bauzäunen hat man noch so eine Laterne da drüben und so. Nice. Wir gehen jetzt aber weiter. Ein Platz fehlt uns nämlich noch. Ja.
hier sind wir den Markmanns Hexentanz. Ja, ist eines der beiden großen Fahrgeschäfte auf dem letzten Platz. Da hinten steht auch der Rocket von Hartmann. Und ein Autoscooter ist auch noch am Start, beziehungsweise auch ein Kinderkarussell. Truckstop von Hirsch. Rocket sieht von hier auch ziemlich geil aus. Ich finde das mega, wieder hinter die Leute auf den Balkonen chillen. Sehr schön, Hexentanz hier zu sehen. Nächste Woche ist ja Soest. Überraschend wenig fährt nach Soest rüber von Fahrgeschäften. Der Hexentanz ist aber eins von den Geschäften. Steht nämlich in Soest wieder auf dem Marktplatz. Musikexpress und Nessie haben heute mit dem Aufbau angefangen da. Hexentanz wird dann wahrscheinlich rüberfahren, sobald das hier am Dienstag vorbei ist. Ja. Der Shake fährt auch noch rüber nach Soest. Der Escape und der Big Monster. Ich sag mal so, die Highlights, die Werner hat, die fahren nicht nach Soest. Also Rocket nicht, Airborne nicht, Nightstyle nicht, diese ganzen Wechselgeschäfte, sag mal Hexentanz, Big Monster, Shake, das sind alles Geschäfte, die fahren öfter hier hin nach Werne. Ja. Die machen diese Kombo öfter mal, aber gerade die Highlights tatsächlich nicht. Alles klar, Roller, ab mit euch nach oben, jawohl, kommt nicht nach vorne raus, ja? Macarena! Wow, Alter! Wuhuhuhu! Liegen wir da auf einmal so? Wow! Ja, das letzte große Fahrgeschäft hier auf Simjö, Rocket von Hartmann. Die Stimmung an Bord hier. Den Felix haben wir jetzt auch wieder getroffen. Der sitzt da. Er muss ja auch wieder arbeiten. Jetzt ist noch die 1. Gleich soll auch das Feuerwerk wohl beginnen, von dem wir nichts wussten. Man hat gesagt 21 Uhr. Ich schätze, es wird irgendwie da hinterm Riesenrad abgeschossen. Es müsste ja dann auch da irgendwo sein. Ja. Oder wir hören es nur. Noch sieht es nicht danach aus, als würde sich hier irgendwer für ein Feuerwerk aufstellen. Nee. Aber wir warten einfach mal ab, mal gucken, was passiert, ne? Schöne Mitsingmucke, alle haben mitgesungen da, es war, ja, war geile geil. Stimmung einfach. Generell eine sehr gute Ausgabe, Beschickung würde ich sagen, war schon gut, sehr gut bis sehr gut. Ja. Bebauung des Platzes, ausbaufähig, Breakdance neben Escape muss nicht sein und auch drei Überkopffahrgeschäfte in nächster Nähe und dann gar keine mehr auf dem ganzen Platz, das ist schade. Ich persönlich würde den Shake gerne mal wieder am Markt sehen. Ja. Airborne steht toll da, finde ich gut. Wir gucken einfach mal, was nächstes Jahr so ergibt. Damit soll es das von uns aus Werne gewesen sein. Für den Montag war es jetzt gerade noch recht voll. Feuerwerk war sehr schön, sehr professionell, also ein sehr aufwendiges, großes Feuerwerk auf jeden Fall. Sehr lang war es auch. Wir haben eigentlich gar nicht so viel zu meckern. Die Veranstaltung ist super. Werne ist eigentlich immer eine Reise wert. Das stimmt. Ist ein sehr schöner Platz, ja. Und ein sehr gutes Warm-up, wenn ihr euch auf die Soester Alleiligen-Kirmes vorbereiten wollt. Ja. Temperaturtechnisch passend und auch so von der Lage relativ ähnlich. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns und sagen Goodbye, bis in Soest. Ach nee, da kommt noch was zwischen. Aber das nächste, was ihr seht, ist Soest.